Guten Abend, schön, dass Sie einschalten. Corona beschäftigt uns auch heute. Im Fokus die neuen Virusmutationen, die sich weltweit verbreiten. Was weiß man über sie? Außerdem, wie hängen Corona-Pandemie und Artenvielfalt zusammen? Das ist Thema auf dem One Planet Summit in Paris. Und wir zeigen Ihnen die einzig bekannten Malereien aus einer Unterwasserhöhle. Die südfranzösische Cosquer-Grotte wird aufwendig nachgebildet. Dass Viren ständig mutieren, ist nichts Neues. Wenn aber ein Virustyp entsteht, der deutlich ansteckender ist, wie in Großbritannien nachgewiesen, dann sorgen sich Politik und Wissenschaft eben doch. Bei uns werden die verschärften Corona-Maßnahmen auch damit begründet. Was weiß man über die Varianten? Wie gefährlich sind sie? Fragen, die sich ebenso in Frankreich stellen, nachdem das britische Virus auch dort aufgetaucht ist. Frank Dürr berichtet. Ja, impfen, um das Virus einzudämmen. Aber warum eigentlich mit den Ältesten unter uns beginnen? Warum nicht mit jungen Menschen, denjenigen, die viel mehr Kontakte haben und denen schon jetzt fast ein ganzes Schuljahr fehlt? In Italien ist darüber eine wilde Diskussion entbrannt. Ausgelöst durch Leserbriefe, die auch von einigen Wissenschaftlern unterstützt werden. In Rom hat unser Italien-Korrespondent Salvatore Alois einen der Leserbriefautoren getroffen. Sie werden es auch gemerkt haben, die Corona-Pandemie hat den Klimaschutz ziemlich ins Abseits gedrängt. Das soll sich wieder ändern. So ist es zumindest aus dem Pariser Élysée-Palast zu hören. In Frankreich findet in diesem Jahr der 4. One Planet Summit statt, mit Staatschefs, Unternehmern und Forschern. Im Fokus steht die Artenvielfalt und wie die Pandemie damit zusammenhängt. Damien Vaner sagt uns mehr. Ja, und wie sich die Natur verändert, auch direkt vor unserer Haustür, das zeigt sich etwa im Wald. Dürre, Luftverschmutzung und teils zu intensive Forstwirtschaft haben dauergestresste Wälder zur Folge. In Deutschland gilt gerade mal noch jeder fünfte Baum als gesund. Und in Frankreich sieht es nicht besser aus. Unser Reporterteam ist in den Norden von Paris gereist, in den Wald von Compiègne. Dort haben die Bäume regelrecht Sonnenbrand. Und das ist nicht das einzige Problem. Reportage von Nicolas Jox. Noch 9 Tage, dann wird Joe Biden offiziell das Präsidentenamt übernehmen. Sein Kabinett ist bereits zusammengestellt. Viele Spitzenposten kommen noch dazu. Als neuen CIA-Chef hat Biden nun William Burns nominiert. Erfahrener Diplomat und Vize-Außenminister unter Ex-Präsident Obama. Ja, kommende Woche endet also die chaotische Amtszeit von Donald Trump. Und trotzdem haben die Demokraten auf den letzten Metern noch ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Was sie antreibt, ist nicht nur der Sturm aufs Kapitol. Fred Toussaint. Sie erinnern sich an das Flüchtlingscamp Lipa in Bosnien. Kurz vor Weihnachten war es fast vollständig abgebrannt. Was folgte, war jede Menge internationaler Kritik. Aber aufnehmen wollte die Migranten keiner. Jetzt scheint es, als seien die Geflüchteten wieder bei Null angekommen. Denn die bosnische Armee baut wieder Zelte auf, nahe der kroatischen EU-Grenze. Warum die keine Lösung sind, sagt uns Jule Schaar. Museen, Kinos, geschlossen. Konzerte, abgesagt. Da bleibt, sich wegzuträumen. Wir nehmen Sie mit nach Südfrankreich, zu einer Grotte, in die eigentlich nur Taucher reinkommen. Ihre Wände geschmückt mit Malereien und deshalb so außergewöhnlich, weil es die weltweit einzig bekannten Höhlenmalereien sind, die unter dem Meeresspiegel liegen. Die Cosquer-Grotte in der Nähe von Marseille, über 30.000 Jahre alt. Bald soll sie für jeden zugänglich sein, in einem Museum in Marseille. An der detailgetreuen Nachbildung wird fieberhaft gearbeitet. Barbara Loch und Cécile Tullier waren für uns dabei. Das war's von uns. Hier erwartet Sie hochkarätiges Kino heute Abend. Verleugnung, ein kontrovers geführter Prozess, großartig in Szene gesetzt, unter anderem mit Rachel Weisz um 20.15 Uhr. Und danach Paris 1942, besetzt durch die Deutschen. Alain Delon spielt Monsieur Klein, eine Parabel über die Schuld jedes Einzelnen am Fortbestehen des Faschismus. Ich freue mich, Sie morgen wiederzusehen um 19.20 Uhr. Schönen Abend. Tschüss.